Engelchen, Teufelchen, Meerjungfrau oder Tierporträt. Ein Tattoo tut nur einmal weh, zeichnet einen aber bis ans Lebensende. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Doch gilt auch, nichts ist für die Ewigkeit. Dank Lasertechnik kann eine lästige Tätowierung schon bald der Vergangenheit angehören. Klassiker wären da aus der Mode gekommene Motive wie Anfangsbuchstabe vom Freund oder unten Arschgeweih. Sterne würde ich mir auf jeden Fall weglesen lassen. Geht gar nicht. Also ich würde mir chinesische Zeichen weglesen lassen. Ich habe selber ein Arschgeweih, das würde ich mir auch weglesen lassen. Chinesische Zeichen. Ich finde es unlogisch, wenn man sich ein Cover von irgendeinem Film auf dem Rücken oder so machen lässt. Auch Diana Göbner aus Balingen hat ein ungeliebtes Anhängsel aus längst vergangenen Tagen an ihrem Bein. Das will sie nun loswerden, um Platz für ein farbenfrohes Flamingo-Tattoo zu schaffen. In dem Balinger Szeneladen Schockers wird seit kurzem nicht nur tätowiert und gepierst, sondern auch entfernt. Inhaberin Nadine Koch hat mehrere tausend Euro in ein Lasergerät investiert, mit dem sie auch Permanent Make-up, Besenreißer und Altersflecken entfernen kann. Gesundheitsfragen. Die musst du mir ausfüllen, damit ich Bescheid weiß, falls du mir umkippst oder sonst was, dass ich irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen kann und dich wiederbelebe. Sehen wir also nun Diana, 28, Anhängerin der Körperkunst und Tribal geschädigt, stellt sich dem Schmerz, um das blauschwarze Gebilde an ihrer Wade loszuwerden. Ich habe mich fürs Lasern entschieden, weil die Tätowierung, die jetzt heute wegkommt, ist 13 Jahre alt. Es war meine erste und sie passt absolut nicht mehr zu meinem Stil. Nadine, 34, Herrscherin über die Laserpistole, ballert die Farbpigmente ins Jenseits. Ich zerstöre die Pigmente mit dem Jagdlaser. Durch die Schüsse knalle ich die Pigmente ab. Die werden von den weißen Blutkörperchen praktisch geschnappt. Jeder kriegt so einen Mund voll und transportiert die aus durch Leber und Niere. Nein! Gemeinsam sagen sie nun dem Tribal den Kampf an. Aus Sicherheitsgründen haben wir diese Szene nur nachgestellt. Würde ein Laserstrahl auf der Kameralinse reflektieren, könnte dies zur Erblindung einer der Anwesenden führen. Rund 20 Minuten dauert eine Sitzung. Bis die Farben ihres Tribals völlig verschwunden sind, muss Diana noch etwa 5-mal bei Nadine auf der Liege Platz nehmen. Na, tut's weh? Um diese Frage klären zu können, hier einige Tonausschnitte aus der tatsächlichen Lasersitzung. Das ist wie wenn eine Zigarette in der Blut tropfelt. Das ist ekelhaft. Gott. Tätowieren ist Ponyreiter dagegen. Geschafft. Fürs Erste. In 6 Wochen heißt es Wiedersehen mit Nadine. Noch eine Wundsalbe drauf und Diana kann weiter von ihrem geplanten Flamingo-Motiv träumen.